Nerv. Nach der Deaktivierung des Stasis-Schirms haben die Zerg begonnen, sich auf der Oberfläche von Cybros auszubreiten. So schnell. Es bleibt nicht viel Zeit, die Richter in Sicherheit zu bringen. Eure Templer sind bereit, Hierarch. Gebt den Befehl und wir werden Cybros zurückerobern. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab zu viel gequatscht. Plupp, auf einmal überall wieder Zerg drauf. Gerade eben das Schild runtergefahren und plupp, alles voll. Und ich brauche Ewigkeiten, bis ich dementsprechend so eine ganze Basis hochgezogen habe. Total unglaubwürdig. So schnell war noch nicht mal, als ich Kerrigan gespielt habe, dass man da einen Schwarmstock mal eben so aus dem Nichts hingeschissen hat. Nö. Nerv. Mecker. Die Zerg sind wahrhaftig so zäh. Wie es die Archive berichten. Was ist das? Ihre Verseuchung breitet sich schon auf der Oberfläche aus. Und Amons Hybriden haben begonnen, die Schwarmstücke zu verstärken. Wir müssen auf den Beistand der Richter hoffen, wenn wir siegen wollen. In der Tat. Laut den Konstruktionsplänen wird Cybros von 4 unabhängigen Quadranten mit Energie versorgt. Die Energiezufuhr zu jedem Quadranten wird durch 3 Nulltransistoren unterbrochen. Wenn es uns gelingt, alle Transistoren eines Quadranten zu neutralisieren, sollte zumindest ein Teil der Richter aktiviert werden. Cool. Wir müssen ein wachsames Auge auf die Kernmatrix haben. Wenn sie fällt, fällt Cybros mit ihr. Das wäre doof. Also der fällt dann auf Endios wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, okay, den müssen wir schützen. Ach, seufzt. Wir sollten die Nulltransistoren ausfindig machen, sobald es sicher ist, Hierarch. Ja, das ist es jetzt nicht. Also halt die Schnauze. Artanis. In der Nähe der Kernmatrix stehen deaktivierte Kanonen. Wenn wir sie mit Energie versorgen, könnten wir diese Position effektiv verteidigen. Da hast du recht. Ich muss das so. Kann ich hier noch ein bisschen mehr aufmachen? Ach, ich brauche ja schon wieder so eine Schmiede. Oh Mann. Aber die Zerg, die sind jetzt plopp, sind sie plötzlich da. So, die Kanonen sind da. Na, von da können sie auch kommen. Oh Mann. Nur kein Stress, nur kein Stress. So, das hier ist am wichtigsten, dass das hier geschützt wird. Los, Schmiede, beeil dich mal ein bisschen. Eine Streitmacht der Zerg bereitet sich vor, die Kernmatrix anzugreifen. Verteidigt sie! Ihr habt nach mir gerufen.
Mann. Wie der Schatten es befiehlt. Ausrücken und die Nulltransistoren zerstören. Halt die Schnauze. Die Richter werden die Zerg angreifen und sie von der Matrix fernhalten. Ja, ja, bestimmt. Werden sie bestimmt tun. Oh, da ist Phoenix ist fertig. Phoenix anfordern. Oh, noch nicht. Ist noch in Ordnung soweit. Registriere einen selbstständig erwachenden Richter. Wartet, etwas stimmt nicht. Die KI handelt eigenmächtig. Sein Solarit-Speichergefüge ist instabil geworden. Der Schaden ist irreversibel. Lasst uns ihn deaktivieren, so können wir zumindest sein Solarit nutzen. Okay. Also, komm schon. Jetzt auch eigentlich sagen, dass es so ist. Ich warte. Im Namen der Fliege. Ich überlege gerade, ob ich hier auch eine Kanone hinmachen soll. Ja, komm, ich mach da auch noch eine Kanone hin. Eine Big Mama. Auf unsere Strategie reagiert. Wie denn? Sie bewachen nun die Nulltransistoren. Oh, was eine Strategie, Alter. Also, das hätte ich nicht erwartet. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nur da oben muss ich auf jeden Fall auch bald weitermachen. So. Also hier ist schon mal Arschlecken. Aus dem Nordosten an. Sie versuchen, den Nexus zu verrennen. Ja, versucht's mal. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Mensch. Hat er doch gut hingekriegt, siehst du.
die Zerg nämlich auch eher hier hingelenkt. Nee, geht nicht. Wenn sie die Treppe hoch wollen, meine ich jetzt. So ist gut. Also unten ist jetzt eigentlich doch gut geschützt. Muss man dazu geben. Ja, genau. Ich hoffe mal dementsprechend, dass wir hier auch weiterhin mit Minerals noch ausgestattet sind. Demnächst. Zukünftig. Oh. Der Feind wird gerichtet werden. Ja, wird er. Schwöre. Also mit vielen bin ich eigentlich immer gut beraten. Kybernetikkern habe ich den eigentlich natürlich nicht. Das ist doof, ich will ja Dragona anfordern. Sammelt mal schneller hier. Gleich ein bisschen was hinstellen kann. Basis wird angegriffen. Ah. Beendet. Naja. Ja, das Einigeln ist mir jetzt erstmal grundsätzlich immer am wichtigsten. Gerade wenn mir eh gesagt wurde, die Stellar-Matrix, die muss auf jeden Fall schon werden. Der kann nämlich auch den heilen. Das ist die Idee dahinter. Mich dünkt, wir haben, müssen hier noch ein
ein bisschen Schutz erzeugen. War kein Problem. Hier passt aber noch ein dritter hin. So, also dann würde ich auch sagen, dass beide Seiten eigentlich recht gut geschützt sind. Behaupte ich jetzt mal. Verwendet mich! So. Wie rasch! Die Hybriden leiten eine Offensive auf die Kernmatrix ein. Ja, komm. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Ach komm, die Verteidigung ist eigentlich gut genug. Behaupte ich jetzt mal. Basis wird angegriffen. Sowas mal, ja, okay. Na gut, komm. Die Gefahr ist weg. Du Flachpfeifer. Die Gefahr ist weg. Im Namen der vielen. So. Pfeifer. Okay. Natürlich nur, weil ich es kann. Das werde ich noch ein bisschen so aufbauen. Ja. So, das sieht doch ganz gut aus. Ich warte jetzt noch, bis ich hier jetzt noch eine Fuhre mir schnappen kann. So. Hinstellen, dass die sich nicht bewegen und immer nur ihre Scraps abschießen. Das ist cool. Okay. Ja, das mache ich. Na gut, das dauert jetzt aber ein bisschen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ihr habt nach mir gerufen. Ja, und ihr seid nicht gekommen.